Gut, soll reichen. Wir gucken mal eben, ob hier Treasure ist. Nein, nix Treasure. Gut, dann machen wir es so. Gehen wir da raus hier. Und schmeißen uns hier weg. Also wir schmeißen uns weg vor Lachen natürlich, ne? Also, weil die sind so witzig, die Jungs hier alle. Nein, Quatsch. Ja. Gut. Wir haben irgendwo so eine Schachtel mit Quest. Da ist die Schachtel Orphorn-Schachtel. So, wir kriegen keine Folge-Quest. Nein, gut. Jo, dann irgend so eine Elektrowumme. Dann schrotten wir erstmal hier alles durch. Zack, 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 zack. Heroic und Heroic. Jawohl. Das wollen wir, ne? Diesen komischen Kermit-Trip runter und was Vernünftiges anziehen, ne? So, was haben wir hier noch? Klick, klack, klock und das war's schon. Ja, das merkt man kaum, dass du mich irgendwie idealisierst oder ein bisschen nach oben, ne, auf ein Podest stellst. Das merkt man dir kaum an, Junge. Gut, wir haben, lass uns mal schauen, ne? Travel to Old Gate. Wir haben Fenchurch und wir haben Trinity Square. Gut. Gucken wir mal, wo wir hier überhaupt sind. Den Tower haben wir. Wir haben Trinity, Fenchurch jeweils einmal. King William haben wir nicht. McLean Approach. Gut, wir haben irgendwie nur eine Quest und alles andere ist. Sollen wir nochmal gucken? Können wir gehen nochmal eben gucken, ne? Wir machen nochmal eben den Hüpfer in die Oxford, ne? Wir kennen ja die Oxford, die hat ja immer zwischendurch mal eine. Entschuldigung. Irgendeine komische Quest. Temple Station dürfte eigentlich nichts mehr haben mittlerweile. Ne, die ist durch. Eventuell Templar Base, weil wir ja gerade letztes Mal da noch so eine fucking Quest hatten auf dem Weg dahin und also zum Monument. Auch nicht. Gut, dann haben wir nur eine. Also, naja, gut. Ist nicht schlimm, ne? Würde ich sagen. Hier haben wir irgendwelche Transformatoren, ne, die hier vor sich hin ballern und er macht Pipi. Nee, ist keine Mädel. Sie macht Pipi. Wie komme ich jetzt auf sowas? Sie sitzt da. Er sitzt da. Gott nochmal, er repariert dieses Ding. Natürlich, der macht natürlich kein. Er ist keine Frau, er macht kein Pipi und naja, gut. Ja, Fenchurch. Ja, gut. Haben wir jetzt auch nicht viel zu sagen zu Fenchurch. Ne? Hier sind so ein paar Maden auf dem Boden. Die haben wir natürlich weg. Und hier oben. Sonst niemand mehr am Start. Nö. Wir sind mal reingekommen. Also schmeißen wir nochmal einen nach da hinten rein und. Genau. Plague-Zombies, Plague-Zombies, Zombies? Ja, also irgendwelche Plageviecher müssen wir killen. Kann man mal machen. Ich glaube, wir haben auch genügend Schrottteile jetzt gesammelt, dass wir nicht jeden Käse noch aufheben müssen. So. Hier geht ja die Post ab, Leute. Also, habt ihr alle kein Zuhause? Ja. Okay. Machen wir mal ein bisschen Stun in die Luft, ne? Nicht.
Und wir haben gerade vorhin schon ein gelbes Teil aufgesammelt, ne? Also nicht, dass ihr meint, ich bin blöd oder blind. Ich krieg das schon mit und ich will nur hier erstmal ein bisschen Platz schaffen. Platz schaffen ohne Waffen. Okay. Irgendjemand hat uns gerade mit Gift vollgespammt hier. Ja. Wir warten immer noch auf eine Ruhepause hier. Eine kleine. Ja, da merkt man, es poppt schon mal ins Mikro. Ein wenig poppt es da rein. So. Was haben wir hier noch? Ein rotes und weißes Zeug. Da ist noch so ein Gulliver. Von Gullivers Reisen. Der seine Reise aufgeben musste leider. Hier sitzt irgendwas. Ein Nano-Chart oder eine Knarre oder irgendwas sitzt hier in der Mauer. Okay. Können wir nicht. Okay. Dann nicht. Guter Helm? Nein, natürlich nicht. Und die komische Wumme brauchen wir auch nicht mit Spektralschaden. Das ist, ja, so eine... Naja, die haben wir ja schon gesehen, diese Nova Gun, ne? Also die kennen wir ja schon. Tja, weiter geht's. Also mit diesen Plagezombies hält sich das Spiel gerade etwas zurück, ne? Habe ich so das Gefühl, weil... ja. Oh, noch nicht so viele, ne? Lässt darauf schließen, dass es eine große Instanz wird. Also eine längere, würde ich mal drauf tippen. So, ne? So, den da oben machen wir auch noch platt. So, dann haben wir hier Ruhe. Das nehmen wir natürlich mit. Das schmeißen wir mal oben auf die Empore. Da sollte der hin. Kommt alle her zu mir, ihr Vögelchen, ihr Flatterheinis. Da geht's weiter sogar. Also müssen wir erst nach rechts, würde ich sagen, ne? Ja, dass wir erst nach rechts uns bewegen. Oder da nach links jetzt von uns aus hier. Also da lang. Ja, machen wir zuerst. Hier ist der Ausgang. Ja gut, okay. Dann müssen wir erst rechts in die andere Richtung. Das war jetzt gerade noch nicht so klärchen, ne? So. Ein bisschen die Maden an. Schießen, damit die... Na, komm. Ich glaube, das waren die Maden mit dem Spektralkrams gerade am Start, ne? Also, ich hab so... Okay. So. Alles einsammeln. Da ist Ausgang. Dann... hier hinten nochmal rein, in die Ecke.
Okay, ein paar Zombies haben sich hier hinten in der Ecke versteckt. Zum Kuscheln, zum gemeinsamen. Oder auch zum alleine kuscheln, keine Ahnung, was weiß ich. Kuschelt doch, wie ihr wollt. So. Geht noch die Post ab hier nebenan, ne? Ihr hört es. Ja, kann man gut hören, oder? Also, mal eben hier den Hastebot dazu schmeißen, ne? Damit wir da auch. So. Dann. Neun Typ. Wir gehen natürlich hier nirgendwo rein. Wir kennen das Spielchen ja, ne? Da ist die Quest dann. Das heißt, resettet wird, aber dass wir dann irgendwie die Viecher nicht angezeigt kriegen oder gezählt werden. Wie auch immer. Ne? Also deswegen machen wir jetzt erstmal die Quest und dann sehen wir weiter. Ja? Also, das machen wir jetzt einfach mal. So. Jetzt hätten wir natürlich da hinten nochmal um die Ecke gucken können. Hallo? Da war doch eins. Ist eingesammelt? Ja, okay. Ach ja, die Nanos, sammeln sich ja von alleine. Genau. So. Jetzt machen wir mal folgendes. Jetzt gehen wir mal eben zurück hier in die Richtung. Holen uns die letzten zwei Zombies. Mit einem Gruß vom. Lieben Herrn Smeagol, ne? Und seiner Gruppe von Techno Baustückteil-Dingern, Bots. Egal, ich laber hier eine Scheiße. Gut. Muss da durch. So. Ist soweit alles geklärt hier in der Ecke? Ja, ist es. Wir laufen nicht wieder zurück. Da ist Trinity Square. Ich möchte aber in die Station zurück. Ja, erstmal eben in die Station hüpfen und dann gucken wir mal. Weil, ne, ihr kennt das Spiel mit den Folgequests und wollen nicht jedes Mal breit treten. So. Ja, ich bin fantastisch. Das stimmt wohl. So, weg. Weg. Evoker-Waffe. Also. So. So. Zack. Handschuhe. Können wir nichts mit tun. Wir haben unsere Duelos. Kann weg also. Und die kann auch weg. 42.
48 oder was da steht. Machen wir mal 48 und mal 60. Genau, das passt so. So, Quest. Wo ist der Typ mit der Quest? Der sitzt hier, da war der Nazim, ne? Ja, der Nazim. Tja, keine Folgequest. Ja, keine Folgequest, von daher eine nur pro, also für diesen Run, pro Instanz einen. Ja, gut, dann machen wir mal weiter, ne? Trinity Square. Wir sind, achso, hier unten drin. Das ist mal zur Begrüßung. Ihr kennt es ja, ne? Wir wollen ja immer nett sein, ne? Und wir begrüßen die Leute so, wie es soll. Oh, Begula. Ferris Begula. Ja, Ferris Begula ist Vergangenheit. Das ist natürlich schön. Heißt, unsere Quest ist erfüllt. Ne? Also, Ferris Begula hat abgedankt. So, da haben wir noch irgendwas zwischen. Jade. Okay. Junge. Nervt ab, ey. Ja, der Ferris. War damals ja. Naja, egal. Kennt sowieso keine Sau mehr. Und die, die es kennen, die lachen jetzt sowieso schon. Weil Ferris Bueller, ne? Also. Ja, Ferris Bueller. Ja, Ferris Bueller. War damals ein lustiger Film und ja, kann man nicht meckern. So, das nicht. So, also brauchen wir hier nur durchrennen. Wir könnten natürlich jetzt auch einfach voran tapern, aber das machen wir mal nicht. Kurzer Grafikbug, wenn man hier an der Wand entlang rast, ne? Dann dreht sich's. Ne, jetzt nicht. Ja, Vorführeffekt, ne? Man kennt's ja. Ah, gut. Das gibt es ja nicht nur bei diesen älteren Spielen, sondern auch bei neueren. Von daher ist es alles im grünen Bereich. Ne? So. Wir machen mal hier. Lucky, da ist Zeug. Nano. Beast Essence. Dann haben wir hier. Ah, da unten steht noch eine in der Ecke. Da uns auch noch irgendwas schmeißt. Irgend so ein Zombo-Kram wieder. So, ja. Ihr seht, ich lasse jetzt diese ganzen roten und weißen Sachen mal liegen. Also die für also weiß, weiße und die, die nicht für uns sind sowieso und bla. Und, ja. Also ich nehme nur noch die Sachen mit, weil wir kommen hier schon durch. Also da brauchen wir keine Sorge haben. Ich meine, ihr habt sowieso keine Sorge, ihr lacht euch ja ein, wenn ich hier sterbe, also von daher. Ne? Kennen wir ja. Bösen User. Zuschauer. Zuschauer ist von Haus aus böse. Er lacht den Let's Player aus. Wartet auf sein Missgeschick. Ja. Natürlich nicht, ihr seid natürlich top drauf und überhaupt. Ne? Also. Die paar, die dieses Spielchen hier noch gucken. Ja, genau, Spielchen gucken, genau. Ich habe mir vor ein paar Folgen ja schon mal Gedanken darüber gemacht, was als nächstes kommen könnte. Ja, könnte. Deswegen, ich bin mir noch nicht, immer noch nicht sicher, aber es formt sich langsam. Ne? Also, welches Let's Play hier an die Stelle von Hellgate treffen könnte. Da weiß ich eigentlich schon. Ich weiß es schon. Deswegen müssen wir jetzt mal gucken, ob wir hier mal in den nächsten Wochen mal langsam durchkommen. Ich schneide die Folgen also nicht mehr. Ich hatte ja vorher immer so 20 Minuten, 25 Mal, aber meistens so 20, 23, irgendwas.
Ich schneide die jetzt mal alle auf eine 25er Geschichte, weil dann haben wir zumindest einen glatten Betrag nachher und also halbe Stunde finde ich immer ein bisschen massiv für dieses hier. Könnte ich aber eigentlich auch machen. Mal gucken. Mal sehen. Ne? Und sonst mache ich halt parallel, fange ich einfach noch ein Let's Play an und schieb die letzten Folgen hier von Hellgate. Ist ja sowieso nur für die Freaks hier. Die schiebe ich dann einfach noch weiter. Ne? Also, das machen wir hier auf jeden Fall zu Ende, bis zum bitteren Ende. Ich werde es bis zum bitteren Ende durchziehen. So, machen wir das. So. Jetzt müsste hier irgendwo mal ein Eingang sein. Achso, hier hinter. Gut. Ja, das übliche Spielchen. Portalisieren. Einmal Portalisierung in die Station. In die Station. Genau. So. Und zwar machen wir einmal den Burschen hier klar. So, zack. Schuhe. Ach, ist ja gar nichts. So, brauchen wir gar nicht, ne? Mal noch. So. Weg. Gürtel. 5. Hosei. Ja. Wir haben echt ganz gute Sachen mittlerweile eigentlich, ne? Wenn ich mal erwähnt haben. Wir haben schon eine Menge Rüstung am Start. Ach, wieso identifiziere ich hier den Blaue? Irgendwas Blaues. Ausgeworfenes Geld. So, das auch noch eben. Nein! Gott, nochmal. So. Das erste war Jade. So hätten wir ausgesehen. Gut, dass wir nicht so aussehen. Und jetzt kommt wieder Grün. Klar. Super. Jade und... verkaufen. Moment. Zack, zack. Mann. Das ist schlimm. So, die kommen dahin. Und... ah ne, hier wollte ich scrollen. Grün. 900 irgendwas. Wir sind bald reich. So. Quests. Abgeben wo? Connor. Hat er nur einen Arm? Nee. Okay, Huch. I'm ready. Ach Mann. Nur blaue Kacke hier wieder. Ich glaube, die braucht nur. Ja, gut. Halt geht. So, wann haben wir denn hier? Spektralschaden 12. Mal eben gucken. Hier haben wir sowieso alles drin. Ach, das ist egal. So, gut. Wir gucken jetzt nicht. 12% Spektral brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Wir sind ja top ausgerüstet hier. So, dann Oldgate. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was Oldgate macht. Aber das ist schön. Dann lasse ich mich überraschen. Ach ja, wir müssen hier diese Bauteile. Okay. Oh, kommt direkt einer zum Hallo sagen. Dann sage ich auch Hallo. So, wir quatschen den Typen hier an und der will, dass wir diese Dinger hier... Ja, warte mal, ich mache erstmal Ruhe und dann sehen wir weiter. Ne? Also,